Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Erbsenpflanze. Diese hat eine Besonderheit, sie hat rote Schoten, allerdings sind die Inneren auch grün, was ich aber jetzt nicht genauer zeigen werde. Eine Erbsenpflanze ist relativ leicht zu pflegen. Ihr müsst die Erbse im Frühjahr setzen, dann wächst die Pflanze auf, kommt nach oben, braucht eine Ranghilfe, um nach oben zu klettern. Und wenn die Früchte groß genug sind, beziehungsweise die Schoten groß genug sind, je nach Art, kann man sie ernten und essen. Man könnte jetzt auch die kleinen Schoten essen, man kann aber auch warten, bis sie groß sind und entsprechend Früchte enthalten. Es gibt Zuckererbsen, wo man die ganzen Schoten isst, die auch recht weich sind, und Markerbsen, wo man wartet, bis die Früchte groß genug sind, dass man sie essen kann. Bei Erbsen muss man darauf beachten, dass sie eine Leguminose ist, das heißt, sie bindet Luftstickstoff im Boden. Das macht sie allerdings erst zur Blüte. Also wenn ich möchte, dass diese Frucht Luftstickstoff bindet, warte ich, bis sie blüht. Ihr könnt darauf achten, wenn ihr sie entfernt, dass ihr das Laub mit auf den Kompost gebt und die Wurzel im Boden behaltet, dass der gebundene Luftstickstoff dort verbleibt und für nächste Kultur da ist. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit den Erbsen.